Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr konntet das herrliche Wetter auch so gut nutzen wie ich in den letzten Tagen. Und um das Wetter bzw. die Sonne soll es in dieser Folge so ein bisschen gehen. Um das schöne Wetter jetzt den ganzen Tag nutzen zu können, bin ich heute jetzt erstmal in den Schatten gegangen. Es ist momentan die Mittagszeit und somit auch die wärmste Zeit des Tages. Da nutze ich dann gerne mal den Schatten der Natur und lege mich dann einfach hier irgendwo hin und entspanne dann ein wenig. Im letzten Video mit der Hündin hat sie uns ja selbst schon gezeigt, dass man sich abkühlen soll, indem man zum Beispiel ins Wasser geht und sich dort Abkühlung holt oder sich dann einfach in den Schatten macht und sich ein wenig ausruht. Das Ganze mache ich jetzt hier natürlich auch. Ich lasse so ein bisschen den Tag dann meistens Revue passieren und überlege so, was ich die nächsten Tage vorhabe. Das nutze ich sehr gerne mal bei den sonnigen Temperaturen, um einfach mal ein wenig abzuschalten. Das Ganze hat auch den Vorteil, dass wenn wir uns richtig vor der Sonne schützen, uns keinen Sonnenbrand einholen und auch keinen Hitzschlag oder Sonnenstich. In dieser Folge soll es allerdings nicht darum gehen, was jetzt ein Hitzschlag ist, was wir dagegen tun können und dergleichen. Dazu werde ich dann in der Serie im Erste-Hilfe-Bereich genug drüber sagen. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass ihr gerade im Sommer lieber eure Touren so einplanen sollt, dass ihr vormittags und nachmittags bzw. gegen Abend lauft und mittags dann lieber eine Pause macht. In der Pause könnt ihr zum Beispiel Wasser abkochen, denkt aber da auf jeden Fall an die Waldbrandgefahr oder nutzt die Pause, um vielleicht in einem See oder Fluss oder in einem Schwimmbad, was in der Nähe ist, schwimmen zu gehen. Überschätzt bei einem solchen Wetter weder eure Kraft noch euer Können. Rechnet einfach damit, dass ihr pro Tag nur die Hälfte der Strecke lauft, aber pro Tag das Doppelte an Flüssigkeit zu euch nehmen müsst. Somit kommt ihr hoffentlich gesund und munter durch den Tag und habt keine Kreislaufprobleme. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Anregungen, dann schreibt es unten mit in die Kommentare rein. Weitere Informationen findet ihr auch bald auf meiner Homepage. Auf Twitter oder Facebook bin ich ebenfalls zu finden. Von daher schaut mal in die Videobeschreibung und klickt die Links mal an. Es wird immer mehr an Informationen natürlich kommen und von daher verabschiede ich mich und sage macht's gut, bis zum nächsten Video.